Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die Sklavenhaltergesellschaften. Nomadenhälfte, internationale Sozialisten. Die Frau war in den Naturgesellschaften das Familienoberhaupt. Wegen der schweren Feldarbeit mit dem Pflug und der Privatisierung der Äcker ging die Tätigkeit des Familienoberhauptes auf den Mann über und das Patrilineare wurde eingeführt. Gleichzeitig mit dem Patriarchat wurde der Adel eingeführt. Die Frau wurde zu einer Sache erklärt und der Mann wurde Richter über seine Frau und die Kinder. Damit wollte der Adel für alle Zeiten seine Herrschaft zementieren und dass nie wieder die Frau das basisdemokratische Frauenrecht einführt. Also, wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, stoßen wir auch ganz fremdartige Vorstellungen vom Geschlecht. Die kommen aus dem Altertum, überdauerten aber 2000 Jahre lang, bis zur Aufklärung, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Da glaubte man, es gäbe nur eine gesunde menschliche Form und diese Form sei männlich. Oft aber gäbe es nicht genug Hitze in der Gebärmutter während der Schwangerschaft. Da konnte sich der Fötus nicht völlig entwickeln. Und das Kind, das geboren würde, bliebe immer zurück. Ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer, ein bisschen weniger intelligent, auch ein bisschen weniger rational. Und obendrein seien seine Geschlechtsorgane drinnen stecken geblieben, statt draußen zu kommen, wie es sich gehörte. Also Mädchen seien eine Art Geburtsfehler. Während dieser 2000 Jahre, wo man mehr oder weniger so geglaubt hätten, sah die Gesellschaft natürlich anders aus als heute. Die meisten Menschen waren Bauern und Männer, Frauen und Kinder, sie arbeiteten zusammen auf den Feldern. Natürlich hatten sie mindestens teilweise verschiedene Aufgaben und das erklärte man als hierarchisch. Das heißt, der Mann war perfekter, ja, und deshalb war er auch Familienvorstand. Dafür hat die Priesterschaft als Überbau des Adels sich für eine Geschichte hinausgedacht, die sich ganz tief ins Unterbewusstsein einprägen. Das älteste Epos der Welt ist das Gilgamesch-Epos. Link 1. Inzwischen kennt man auch die Grabkammer von König Gilgamesch am Euphrat in Uruk. Es ist also eine historisch-archäologisch nachgewiesene Person. Nur wie das eben bei den Alten eben ist, die Hälfte besteht aus Wahrheit und die andere Hälfte wird hinzugedichtet, um das unterhaltsamer für die Leute zu gestalten. Zitat aus Antrowiki, Link 2. Gilgamesch war zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch. Und er war der König von Uruk, ein sehr starker und grober König. Um ihn zu bändigen, schufen die Götter einen wilden Mann namens Enkidu und setzten ihn in die Steppe bei Uruk. Ein Jäger entdeckte ihn und berichtete dem König davon. Gilgamesch interessierte das und schickte eine Tempeldienerin, um Enkidu zu verführen und so in die Stadt zu locken, was ihr auch gelang. In der Stadt wurde er gewaschen und gekleidet. Gilgamesch und Enkidu trafen danach aufeinander und es kam zum Kampf. Doch der eine konnte den anderen nicht besiegen, weil auch Enkidu von den Göttern so stark geschaffen war. Sie schlossen Freundschaft. Zitat Ende. Enkidu symbolisiert den Wilden des Jägervolkes, den Adam im Paradies aus der Bibel. König Gilgamesch, ca. 2652 vor unserer Zeitrechnung,
bis 2602 vor unserer Zeitrechnung, fällte die Zedernbäume. Zuerst mit seinem Freund Enkidu im Libanon für die Dächer von Oog. Um das Holz aber abholzen zu können, mussten sie erst den Waldriesen Chumbaba töten. Nach dem Abenteuer verliebte sich die Liebesgöttin unter Fruchtbarkeit Ishtar in Gilgamesch und wollte mit ihm schlafen. In Klammern: Du musst, wenn du in das Götterreich eintreten willst, vorher an ihr vorbei. Deshalb das Ishtar-Tor von Babylon im Vorderasiatischen Museum in Berlin. Bild am Anfang. Gilgamesch aber lehnte das ab, da sie ja immer ihre Liebhaber verzauberte. Aus Wut darüber ließ sie seinen Freund Enkidu töten. Also hier wird gleich zweimal die Frau als Schuldige ausgemacht. Die Tempeltänzerin, die den Mann in der Wildheit verführt, in die Zivilisation zu kommen, und die Göttin der Liebe Ishtar, die ihn töten lässt. Auch in einem viel jüngeren Epos in der Bibel steht die Geschichte noch deutlicher. Die Priester vom Alten Testament, etwa 260 vor unserer Zeit geschrieben, ließen sich natürlich schon viel bessere Tricks ausdenken, um die Frau als Schuldige zu diffamieren, dass sie nie wieder ihr basisdemokratisches Frauenrecht einführen kann. Im Garten Eden, altarabisch unbebautes Land, Wildnis, stand ein Apfelbaum. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse symbolisiert die Fruchtbarkeit oder auch schlecht Übel. Der Gott der Christen verbot Adam und Eva, davon zu essen. Die Schlange, die den Teufel symbolisiert, aber überredete Eva und die den Adam, davon zu essen. Zitat Wikipedia. Link 3. Als Folge der Rebellion beschreibt die Bibel, dass Adam und Eva ihre Nacktheit erkennen, woraufhin sie sich Kleidung aus Feigenblättern anfertigten. Vor Gott versuchen sie sich zu verstecken. Zum ersten Mal ist etwas im Paradies vorhanden, was vorher nicht bekannt war, die Verletzung des Schamgefühls. Gott stellt sie zur Rede, woraufhin Adam die Schuld Eva zuschreibt und Eva beschuldigt die Schlange. Beide werden aus dem Garten Eden vertrieben. Eva muss fortan Kinder unter Schmerzen gebären. Adam wird der harte und mühselige Ackerbau auferlegt. Das sind die klassischen Worte aus der Genesis 3.19, Wikipedia. Ab jetzt ist die Frau die Sünderin, die Verruchte, und wird zu einer Sache erklärt. Dafür haben die Propagandisten der Reichen und der Macht solche unterzwingenden Geschichten erfunden und solche kolossalen Gemälde schaffen lassen, wie der Sündenfall von Michelangelo. Die Religion, die Kirche, richten sich hauptsächlich gegen die Abschaffung der Klassen und gegen gleiche Rechte für die Frauen. Trotzdem sind meistens die Frauen sonntags in der Kirche, während die Männer in der Kneipe sitzen. Die Diffamierung der Frauen hat sich also so tief in das Unterbewusstsein eingegraben, dass es heute noch viele Menschen prägt. Das fängt damit an, dass der Frauenfußball ohne nachvollziehbare Gründe nicht die gleiche Anerkennung findet wie beim Mann. Die katholische Kirche immer noch theologische Gründe herauskramt,
um die Frau vom Priesteramt fernzuhalten. Familienministerin Manuela Schwesig will noch 1916 das geplante Lohngleichstellungsgesetz für Frauen verabschieden. Link 4. Obwohl das im Koalitionsvertrag steht, entdeckt die Union jetzt plötzlich zu viel Bürokratie. Der FDP-Politiker Michael Theurer sagt sogar, Zitat, dass der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen hauptsächlich auf dem Erwerbsverhalten beruht. Zitat Ende. Der will also nicht das Erwerbsverhalten ändern und den Lohn angleichen, sondern alles beim Alten lassen. Wie vor 2000 Jahren. Obwohl doch die Frauen mit ihrem IQ im Durchschnitt uns Männer eingeholt haben. In Indien werden oft die weiblichen Babys in armen Familien sogar immer noch getötet, weil man damit kein Geld verdienen kann. Man muss wissen, dass bei der Hochzeit von der Familie des Mädchens das Heiratsgeld gegeben werden muss. Die Polizei dort verfolgt oft nicht die Vergewaltiger, sondern macht sogar dabei noch mit. Es gibt noch immer 400.000 Tempeldienerinnen in Indien, also Tempeluhren. Wenn die armen Familien für ihre Tochter keinen Mann gefunden haben, dann werden sie oft zum Tempel gegeben. Das alles nur dafür, dass das basisdemokratische Frauenrecht nicht wieder eingeführt wird. Es verträgt sich eben nicht mit dem Kapitalismus.